Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile schon sechsten Folge vom BER Bausimulator Remastered. Und ja, am Ende der letzten Folge hat der Praktikant versehentlich eine Bombe gebaut, anstatt die Klimaanlage zusammenzuschrauben. Und nimmt die Option auf den gelben, blauen, grünen oder schwarzen Draht durchschneiden. Ich habe zwischen den Folgen mal ganz kurz mit Tobi geredet und der meinte, ich soll den blauen Draht durchschneiden. Deshalb, dass ich das jetzt auch tue. Hat nicht geklappt. Da schneiden wir den grünen Draht durch. Auch nicht. Den malvefarbenen Draht mit der aprikotfarbenen Applikation durchschneiden. Machen wir hier einfach mal. Auch nicht geklappt. Den roten Draht. Ja, der rote Draht hat geklappt. Jetzt haben wir hier ein Problem. Bahnhof. Wir haben die falschen Quarks bestellt. Statt zwei Kisten Down Quarks und einer Kiste Up Quarks haben wir nun zwei Kisten Up Quarks und nur eine Kiste Down Quarks. Dafür haben wir noch genug Protonen über, aber kaum noch Neutro. Oh, das ist so cool. Wartet mal, ich hole mal ganz kurz ein Buch von mir, damit ich euch kurz erklären kann, für alle unter euch, die nicht wissen, was Quarks sind, weil ich muss mal ganz kurz was nachschauen, weil ich bin nicht, nicht sicher, welche Ladung die beiden Quarks haben. Bin sofort wieder da, kurzer Cut. Gut, da bin ich wieder. Und zwar gibt es zwei wichtige Quarks, und zwar das Up- und das Down-Quark. Das machen wir jetzt hier Physik. Und ein Up-Quark hat eine Ladung von plus 2/3 der Ladung eines Elektrons. Und ein Down-Quark hat die minus 1/3 Ladung eines Elektrons. Und dadurch lassen sich halt eben die ganzen die höheren Elementarteilchen, also Protonen, Neutronen, zusammenstellen. Elektron ist ja was anderes, weil die haben kaum Masse und sowas. Ist aber egal. Und wie gesagt, und ein Proton besteht eben aus zwei Up-Quarks und einem Down-Quark, weil 2/3 plus 2/3 minus 1/3 macht 1. Und ein Neutron besteht aus einem Up- und zwei Down-Quarks, somit hat es eine Ladung von 0. Und ja, und da hat eben die Kisten falsch bestellt wurden mit Up-Quarks und Down-Quarks, sind jetzt viel mehr Protonen da, aber keine Neutronen mehr wirklich. Die Frage ist aber auch, warum bauten die das Ganze eigentlich aus Quarks noch eigentlich nicht zusammen? Aber egal. Eine Hälfte der Protonen, ein Elektron mit Tesa kleben, damit es zum Neutron wird. Das klappt nicht ganz so. Ziehen sich nur an, aber das wird, glaube ich, nichts. Also, so weit kenne ich mich, glaube ich, auch nicht mit der Materie aus. Aber ich glaube, das wird nichts, weil jetzt auch Erfolgschance mit 12%. Für den Elementarteilchen-Flohmarkt in Brandenburg fand. Gibt es ein Elementarteilchen-Flohmarkt in Brandenburg? Wahrscheinlich nicht. Weil Hotline-Anruf und so lange rumlöhnst, die Lieferung umtauschen. Oder Anti-Up-Quarks und Anti-Down-Quarks bestellen, um Antiprotonen zu basteln. Oh Gott. Also Antimaterie ist halt eben das Gegenstück zur Materie. Übrigens, falls ich jetzt irgendwas grob falsch sage, dann tut mir es leid. Ich sage jetzt nur das, was ich so weiß. Das ist nicht allzu viel. Halt eben, das sind Antimaterie und wenn das Gegenstück zur Materie und wenn Antimaterie und Materie aufeinander stoßen, dann eliminieren die sich. Und es gibt genauso viel Materie wie Antimaterie, sodass die Massegleichung 0 beträgt. Also das Ergebnis der Massegleichung. Ich würde sagen, wir versuchen die mal auf dem Brandenburger Elementarteilchen-Flohmarkt umzutauschen. Die Organoid-Pyramide ist entharmonisiert. Um die Baustelle vor gefährlichen Chemtrails zu schützen, haben wir eine Organoid-Pyramide aufgestellt. Unser KI, das sie aber nicht harmonisch schwingt. Das ist natürlich ganz problematisch. Ja gut, ihr habt es schon gesagt schon. Also wie gesagt, also Chemtrails, Organoid-Pyramide und sowas. Schwierig, schwierig. Wird so umgangssprachlich ja in das Feld der Verschwörungstheorien eingeordnet. Und ich glaube, da gehört es auch hin. Den ganzen Flughafen mit Alufolie überdecken, Wasser mit Botschaften aufladen, Organoidpyramide mit besprühen, Beckenbogenchakra reinigen, Globuli schlucken. Ich würde sagen, wir nehmen die Beckenbogenchakra, weil die hat wenigstens Erfolgschance von 1% wie alles andere, bis auf die Globuli auch. Und das ist auch das Einzige, was nichts kostet. Deswegen nehmen wir das. Kostet aber 7 Monate dafür. Die Wasserleitungen bilden Algen im Parkhaus 2. Als das Gebäude noch nicht in Betrieb ist, steht das Wasser in den Rohren.
Inzwischen bilden sich Algen und sogar erste Korallenriffe. Wir müssen handeln, bevor die unter Naturschutz stehen. Wasserleitung mit Silikon ausspritzen, dann schimmelt nichts. Wasserleitung mit Schimmel-Ex-Flüssigkeit befüllen. Wasserhähne komplett aus und erst kurz vor der Öffnung wieder einbauen. Hautcreme-Pflegeserie aus Algen auf den Markt bringen. Ich würde sagen, wir nehmen die Schimmel-Ex-Flüssigkeit. Wir haben noch einen Parkbereich, den wir bauen können. Und hier wären die billigsten Birne und Bumm Abriss-GG. Was tun die da? Um einen Raum zu streichen, haben die einfach einen Eimer Farbmittel geschleppt und eine Stange Dynamit darin entzündet. Geil. Security! Die laufen und quatschen die Handwerker der anderen Firmen voll. Abreißen, neu bauen wäre billiger als weiterpfuschen. Was erlauben die sich denn bitte? Alarm! Jemand hat eine Frau sich in den Bauwagen geschlichen und eine Warnweste angezogen. Zum Glück hat sie einer der Jungs erwischt und stellt sie zur Rede. Wo sieht die ganze Zeit aus? Nix für den BER, aber weil mein Nachbar immer noch meine Heckenschere hat, sind die Jungs mit Birnen und Bumm nebenbei vorbeigekommen und rechnen haben, sein SUV platt gemacht. Haha, gerne wieder. Das sprengt echt alles. Müssen die Vollidioten ihre gesamten Dynamitbestände in Dixi-Klos lagern? Was soll das? Ja, egal, nehmen wir. Wird schon was werden. Ja, das Aga-Aga hat geklappt. Die Mängelbewältigung. Innenausbau. Kaiowa Doppelknoten in die Kabel macht im Parkhaus 3. Um die verschiedenen Kabel durch die Schächten ziehen zu können, soll Kaiowa sie mit Schleif zusammenbinden. Sicher hat er aber Doppelknoten gemacht. Jetzt kriegen wir sie nicht mehr auseinander. Klettkabel für Kaiowa kaufen, ne? Alles per Hand entwirren, mit dem Schwert durchschlagen und neu verlegen. Wieso mit dem Schwert? Erst darum kümmern, wenn es ein Problem mit den Kabeln gibt. Ich würde sagen, wir tun mit dem Schwert durchschlagen. Stufe 9 des Baumenüs. Zwei neue Punkte können im Management-Menü eingelöst werden. Wir brauchen 5 Punkte, dann kriegen wir 6% weniger Zinsen. Das ist sehr. 0,6% weniger Zinsen, Entschuldigung. 6% weniger Zinsen, dann kommt das so hin. Parkhausdecken biegen sich durch im Parkhaus 7. Hat jemand den Stahlbeton irgendwas gestreckt? Dadurch biegen sich alle Decken durch. Nee, wir können hier schon wieder ein Witzpotenzmittel machen. Na, okay, einmal noch. Joa, Lehrangestellte im Parkhaus beibringen, sich zurückzubiegen, das hat man glaube ich auch schon. Die unteren Etagen nur für superflache Sportwagen freigeben, Löffel in den Decken verbauen und Uri Geller engagieren. Also die Löffel in den Decken, das hat beim letzten Mal ja nicht geklappt, aber es ist ja abgestürzt. Nehmen den Yoga-Lehrer. Abschlusstest. Es wurden nirgendwo Steckdosen eingebaut. Ach herrje, das war wohl der Architekt, der die Steckdosen, die Pläne hätte zeichnen sollen, aber am entscheidenden Tag krank war. Jetzt haben wir nirgendwo welche verbaut. Den Bohrer nachträglich Steckdosenlöcher bohren, Steckdosenattrappen ankleben, batteriebetriebene Steckdosen anbringen, Gebäude für Amish freigeben, die brauchen ja keinen Strom. Zeigen wir die batteriebetriebene Steckdosen. Gottes Willen, wir sind also fertig geworden. Wir haben noch einen Parkbereich, unser Parkhaus 8. Ich würde sagen, wir nehmen den billigsten. Das wäre Tegel. Dort zwar ein Jahr und 4 Monate, aber egal. Unterschiedliches Messsaarland verwendet. Parkhaus 8. Für Ausmessen der Grundfläche haben wir üblich das Saarland als Maßeinheit verwendet. Allerdings hat Kai Uwe das Saarland in der Größe von 1945 verwendet. Die Maße im Planung wurde im Saarland von 1949 angegeben. Misst man auf der Bau? Misst man am BER im Saarland? Das ist eine neue Flächeneinheit, die ich noch gar nicht kenne, okay. Soll ich mal meiner Mathelehrerin vorschlagen? Beide Saarlands in Fußballfelder umrechnen, Bauplan nachträglich ändern, Baugelände entsprechend skalieren, dass es wieder zum Plan passt, dem Saarland die nach dem Krieg zugewonnenen Gebiete wieder wegnehmen. Ich würde sagen, wir. Die Frage ist, von wo hat das Saarland die Gebiete bekommen? Also von Frankreich eher nicht. Wahrscheinlich von Deutschland. Also müssten sie an Rheinland-Pfalz wieder zurückgegeben werden, die Gebiete. Ah. Doch, kann man machen. Auch wenn es das teuerste ist, aber. Schauen wir nochmal nach. Parkhaus 1, machen wir den Innenausbau mal.
Nehmen wir den Baufuchs, der ist schön billig. Südterminal wird gerade noch gebaut. Gut. So, haben wir jetzt ein Problem? Hier. Am Berli-Besering. Besucherterrasse finden sich in der Tiefgarage. Irgendein Depp hat in der Tiefgarage die Besuchertrasse hineingebaut. Terrasse hineingebaut. Was kann man sich doch nur parkende Autos und keine landenden Flugzeuge sehen? Fenster in der Tiefgarage einbauen, um wenigstens Fremdblick auf den Straßenbelag zu haben. Tiefgarage seine Hochgarage umbauen und Dach entfernen. Das dauert aber lange. Besucherterrasse verzichten und Raucherlounge einführen. Von Landebahn entsprechend tiefer legen und durch Garage umleiten. Ich würde sagen, machen wir Fenster rein. Sieht man nicht in den Beton. So, wir haben jetzt 4 Punkte. Einige Schuhe wollten ja auf, warte, wie viel wollten wir sparen? Auf 5. Okay. Hinausbauen. Beim Parkhaus 1. Notausgang endet in einem Krokodilbecken. Wo kommen denn die Krokodile her? Das Krokodilbecken gehört zu Afrika-Erlebnis-Restaurant, dessen genaue Lage aber nochmal umgeplant wurde. Da war der Notausgang aber schon installiert. Jetzt stürzen Menschen 2 Meter tief in den zugefräßigen Reptilien. Krokodile wollen ordentlich füttern. Krokodil klatschen am Notausgang auslegen. Versehentlich beim Edelschuhhersteller Schürzen Krokodilbecken liegen lassen. Abenteuerrutsche bauen. Selber füttern die. Ist zwar teuer, aber das machst du nicht alles. Achso, warum krieg ich da mal getroffen? Ja, stimmt, weil er da steht. Aber gut. Yay, wir haben 2 weitere Punkte. Ja, Moment. Erstmal die Kreditzinsen. Innenausbau. Im Fahrstuhl läuft du Helene Fischer. KU sollte dafür sorgen, dass etwas Fahrstuhlmusik in den Liftschächten läuft und die Leute sich beruhigen, besonders wenn mal wieder einer stecken bleibt. Aber ausgerechnet ist Helene Fischer eingespielt. Fahrstuhlschächte mit Zement ausfüllen. Den Fahrstuhlschächten den Sauerstoff entziehen. Warum? Na, atemlos durch den Schacht. Nee, der war nicht witzig. KU in ein Umerziehungslager für schwer ertragbare Musikgeschmäcker schicken, ne? Schilder Fahrstuhl nicht im Falle für Musikgeschmack benutzen, anbringen. Wir schicken Kai-Uwe mal in das Camp. Kann er sich mal richtig Musikgeschmack antrainieren. Gut, machen wir den Abschluss Dingens beim Südterminal. Sag, bau das Nachbarschaft vor nicht treffen, das hatten wir auch noch nie. Inkompetenz kann so nahe sein. Also sagen wir so, wenn ich jemanden wollte, der es nicht kann, hätte ich es einfach selber gemacht. Zum halben Preis. Toll, aber das war echt klasse. Der Willi, Handwerker von der Nachbarschaftshotel, kam gleich rüber, hat meine Elektronik im Winter seine tipptopp verlegt. 4 Stunden Abzug, weil er ein Hawaii-Hemd trug. Ging gar nicht. Er geht gar nicht. Große Versprechungen, aber nichts hinter. Klingt ja toll, einfach Leute aus der Nachbarschaft, die Wunder was versprechen. Aber dann auf der Baustelle nur Mimimi, nur 3 Leute ist nicht zu schaffen. Mimimi ist das zu gefährlich. Mimimi, da muss erst die Atomaufsichtsbehörde zustimmen. Kommen jetzt Leute aus einem Land, wo die nicht so viele Fragen stellen. Ich hätte mir mehr erhofft. Hab wen gesucht, der mir ein Rohr verlegt. Hat er auch gemacht, aber halt nur so in der Wand. Das war schon ordentlich, aber nun muss ich mich wohl doch wieder selber kümmern. Ah, ein Rohr verlegen. Verstehe. Wer es auch versteht, dann schreibt es nicht in die Kommentare, aber das kommt da nicht rein. Nett geplaudert. Schön, dass man immer so direkt ein paar Leute aus der Nachbarschaft kennenlernt. Ich bin ja eh neu in der Stadt. Man kommt ein bisschen ins Plaudern, findet gemeinsam Hobbys. Nur der Körper, das ist jetzt halt Schrott. Ja gut, man kann ja alles haben. Mann, oh Mann, haben wir hier viel zu tun gerade. Na, glaubt ihr, wir schaffen das noch bis zum Oktober 11? Die Yoga-Lehre hat nicht geklappt. Stütze beantragen. Bekommen sogar 175 Euro dafür. Ich will die Löffel nicht nochmal riskieren. Nehmen nur die super flachen Sportwagen. So. Ah, die 113 ist endlich reserviert für uns. Jetzt kann der Abschlusstest hier weitergehen. Hier läuft alles. Hier läuft alles. Abschlusstest für Parkbereich 4. Dann nehmen wir mal die Birne Bumm Abriss AG.
4. Fahrbereich 5 ist Abschlusstest. Fahrbereich 4 läuft auch Abschlusstest. Und hier hinten, was ist da? Parkbereich 6, Abschlusstest. Nehmen wir Wilde Hilde Handwerker, gell? Weil die sind wieder am billigsten. Und wir wollen ja Geld sparen, auch wenn wir 37 Millionen haben, aber. Ja. Die Öffentlichkeit über Chemtrails aufklären. Mann! 149 wäre die neue Option aus, Mann. Da gibt es doch keine Optionen. Machen kannst. Ja, das wollte ich. Hey, gut, das ist alles nur ein ganz großer Schwindel. Der Parkplatz ist keine Ausfahrt, hatten wir auch schon mal. Während der Planungsphase wurde versucht, alle möglichen Anwendungsfälle zu berücksichtigen und die Baupläne mit einfließen zu lassen. Leider endeten unsere Ausführungen jedoch immer mit dem eigentlichen Parkvorgang. Da ist uns leider erst jetzt beim Pressetest aufgefallen, dass keine Spur vom Parkplatz wieder runterführt. Also beim letzten Mal hat er der Service geklappt, der anbietet, parkende Fahrzeuge per Helikopter in eine Straße zu fliegen, aber der hat, glaube ich, nicht unten eine Million gekostet, nur 800.000 gekostet. Aber ja, machen wir mal. Tickets wurde im Abschlusstest. Überall hängen Noteingangsschilder. Es wurden versehentlich zahlreiche Noteingangsschilder aufgehängt. Diese sollten zwingend durch Notausgangsschilder ersetzt werden. Überschreiben mit Edding. Auf Blöde der Besucher vertrauen, denen das im besten Fall gar nicht auffällt. Ausgänge durch Noteingänge ersetzen. Notdrehtüren einbauen, die sowieso in beide Richtungen gehen. Ich würde sagen, wir nehmen die Drehtüren. Zur Hauptterminal-Abschlusstest müssen wir noch machen. Ich würde sagen, wir nehmen Billicke. Strecken den Beton. Es wird hier leider kein reiner Beton verwendet, sondern der Beton wird gestreckt. Dies sorgt dafür, dass der Beton recht schnell bröckelt. Strecken den Stahl. Es wird hier leider kein reiner Stahl verwendet, sondern der Stahl wird gestreckt. Dies sorgt dafür, dass der Stahl recht schnell bröckelt. Strecken das Holz. Es wird hier kein reines Holz verwendet, sondern das Holz wird gestreckt. Dies sorgt dafür, dass das Holz recht schnell bröckelt. Strecken das Glas. Es wird hier kein reines Glas verwendet, sondern das Glas wird gestreckt. Dies sorgt dafür, dass das Glas recht schnell bröckelt. Strecken den Stein. Es wird kein reiner Stein verwendet, sondern der Stein wird gestreckt. Dies sorgt dafür, dass der Stein recht schnell bröckelt. Okay, kommt mir irgendwie so ein bisschen gleich vor. Ein Euro für jeden Bürger. Errungenschaft freigeschaltet. Mal sehen, was für eine Errungenschaft das ist. Kann ich ja nach der Folge dann mal in Steam nachschauen, für was wir das bekommen haben. Dann kann ich euch in der nächsten Folge sagen. Wir haben diese wunderschöne Deckenuhr angebracht. Doofweise jetzt die Tür dahinter zu irgendeinem Büro nicht mehr auf. Sollte ein oberliegendes Stockwerk einbauen lassen. Form der Tür in die Gegebenheiten anpassen. Unterhalb der Tour abschneiden. Auflagen stellen, dass das Büro nur von Leuten mit einer Körpergröße von 155 cm betreten werden darf. Machen wir das. Kostet zwar am meisten, aber das ist das Einzige, was mit einer relativ richtigen Erfolgschance. Cool. Hauptterminal. Alle Informationsbildschirme zeigen nur RTL 2. Es gibt noch ganz viele andere tolle Privatfernsehsender. Nicht nur RTL 2. Und auch nicht nur die der RTL Media Group. Nee, oder heißt die RTL Television Group? Ach, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Die Informationsbildschirme an sämtlichen Gates zeigen keine Flugdaten. An allen läuft durchgängig nur RTL 2. RTL 2 Sendung über Fluggäste, die am Flughafen RTL 2 gucken, produzieren. Vom literarischen Quartett empfohlene Bücher auslegen, um Verdummung zu verhindern. Wichtige Infos zum Kreidestoff für die Bildschirme schreiben. RTL 2 dafür bezahlen, wichtige Flughäfen für die Sendungen zu integrieren. Machen wir das. So, Abschlusstest bei Parkbereich 5. Die Kameras sind nur Attrappen. Da haben wir vielleicht am falschen Ende gespart. Die Überwachungskameras sind nur Pappattrappen. Speichern Sie Ihre Flughafen selbst einfach kostenlos in unserer Cloud. Zumindest jede fünfte Attrappe kann durch eine Kamera ersetzt werden. Auf den Abschreibungseffekt der Pappattrappen hoffen. Gerichtszeichner engagieren. Ich würde sagen, die Leute sollen einfach ihre Flughafen-Service in unserer Cloud speichern. Problem an der Start-Landebahn-Abschlusstest. Unmögliche Escher-Konstruktion. Wir haben den Landeplaner einmal doch von diesem MC Escher konstruiert. Sieht toll aus, aber die Piloten wissen gar nicht genau, wo die landen sollen. Es gibt überhaupt keinen Anfang. Siebendimensionales Navigationsgerät für alle Flugzeuge verpflichtend machen. Kunstkritiker die ganzen Mist zerreden lassen. Und endlich viele Flugzeuge gleichzeitig starten und landen lassen. Escher-Kompensator konstruieren und aufstellen. Mach das einfach mal.
Ich kunze mich aber leider überhaupt nicht aus, deswegen kann ich überhaupt nicht sagen, wer Escher ist. Also, tut mir leid, Kunst ist so ein Gebiet. Nee. Ich glaube, ich weiß schon, warum ich Kunst abwähle. In der zweiten Sekundärstufe. Flughafen B offenbar auf altem Indianerfriedhof. Warum waren in Europa Indianer? Ist der Fluch der Grund für alle Pannen am BER? Sich herausstellt wohl, dass das Grundstück im 18. und 19. Jahrhundert in Berlin von den Berlin ansässigen amerikanischen Urwohnern als Friedhof genutzt. Dies könnte eine Erklärung für die zahllosen Verzögerungen und Baumängel, die für tödliche Unfälle und regelmäßig durch die Eingangshalle schwappende Blutwellen sein. Da ist aber der hinkende Verkäufer mit der Augenklappe unter einem Rahmen auf der Schulter glaubhaft versichert, dass auf dem Friedhof kein oder maximal nur ein kleiner Fluch liege. Eine Untertreibung. So wurde der erst tödlich verunglückte Bauarbeiter direkt auf dem Indianerfriedhof begraben. Am nächsten Tag war er plötzlich wieder am Leben. Er war aber zutiefst böse und tötete drei seiner Kollegen mit der einzigen Brandschutzaxt. Ständiges, ihr werdet alle sterben, Geflüster übertönt zudem die Radios der Arbeiter. Ein Ritual aus einem verstaubten Buch aus einem Schrein in den Katakomben unter dem BER soll den Fluch nur aufheben. Sollte alle Probleme beenden. Folgen: Game Over. Wenn ich nichts investiere, bin ich Game Over. So wird das Airport Center auf Rohbau fertiggestellt zurückgesetzt und die Parking Plot 2 auf Innenausbau. Ja, okay, sehe ich so. Fenstereinbau hat nicht geklappt bei der Besucherterrasse. Über die Bildschirme der Live-Übertragung. Parkhaus 2 Abschlusstest. Das billigste her, während die Bauarbeiter aus der Nachbarschaft. Geil. Falsche Richtung. Wir haben nur rechtsdrehende Schrauben, aber linksdrehende Dübel. Zum einen hält das nicht, zum anderen bringt das ganze Verdauungssystem durcheinander. Dübel per Hand umstülpen. Schrauben per Hand umstülpen. Schrauben mit Joghurtkulturen bestreichen. Ja, das hat einfach den. Ja, bringt am meisten. Aber Schrauben ohne Dübel verbauen, das wird nichts. Gebietsumwelterstellung hat nicht geklappt. Mein Postillon beschwert mich ständig Saarlandwitze einreichen. Das stimmt, der Postillon macht ja gerne was Saarlandwitze. Nur leider ist ja Volksschule nicht ganz so cool. Dann ändern wir den Bauplan nachträglich. Und die flachen Wagen gehen auch nicht. Dann nehmen wir die schicken Atlasbüsten, um das Ganze zu stützen. Ne? Gut, aber ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und hoffen mal, ob wir es tatsächlich schaffen, irgendwie noch den Flughafen bis Oktober 2011 hinzubekommen. Gut. Ach Leute. Gut, dann. Bis zum nächsten Mal und dann schauen wir uns auch mal an, was das beides ist. Und ich erfahre euch mal, wofür dieses Steam Achievement kam, was wir gerade eben bekommen haben. Gut, dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.